Hallo Leute, möchte ich heute wieder eine neue LE von Essence vorstellen. Tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, aber ich bin seit ein paar Tagen doll erkältet und habe das Video jetzt immer weiter hinausgeschoben. Aber ich muss es jetzt drehen, denn in 3 Tagen oder so kommt schon die LE in die Läden. Und ja, später wäre natürlich dumm, das Video erst hochzuladen. Okay, also Essence bringt im Dezember eine neue LE heraus mit dem Namen Circus Circus. Ich finde das Thema eigentlich ganz gut, auch wenn ich persönlich noch nie in einem Zirkus war und es auch nie möchte, denn ich finde das Ganze, naja, also ich versuche das zu boykottieren. Aber ich finde das Thema ganz cool. Es ist nicht wirklich weihnachtlich, aber muss ja auch nicht jede Marke eine Weihnachts-LE rausbringen. Ich habe auch schon gesehen, dass eine YouTuberin schon die LE in ihrem Goodney gefunden hat. Ich verlinke euch mal ihren Haul in der Infobox. Los geht's mit einem kleinen Kosmetiktäschchen. Das hat sehr viele Pailletten und ist vom Design her echt schön. Also wenn ihr noch keine Tasche habt, dann klar könnt ihr die kaufen. Sieht so ganz ansprechend aus. Aber klar, wenn ihr schon eine habt, dann braucht ihr die nicht wirklich. Es wird auch wieder ein Highlighter geben. Also zurzeit gibt es jetzt ständig irgendwelche Highlighter in den LEs. Ja, also so wie ich gesehen habe, das ist eher ein goldener Highlighter. Mal schauen. Könnt ihr ja mal bei dem Tester gucken, wenn es einen gibt. Mich spricht das jetzt nicht unbedingt an. Ich mag diese Highlighter-Gedöns nicht so im Gesicht. Dann wird es 2 Glitter-Eyeliner geben, die mich persönlich schon eher ansprechen. Einmal ein sehr schönes Gold und der zweite ist eher ein Anthrazit mit silbernem Glitter. Finde ich ganz schön. Muss man natürlich schauen, wie deckend die sind. Aber die kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, so als Lidstrich. Hier seht ihr so die Verpackung der Lidschatten. Und dann im nächsten Bild seht ihr, wie das Produkt an sich aussieht. Mein persönliches Highlight sind, glaube ich, diese 3 Long-Lasting Eyeshadows, also wieder Creme-Lidschatten, wie es sie auch schon im Standardsortiment gibt und auch schon aus der Ballerina Backstage LE. Ich finde den ersten und den zweiten wirklich sehr, sehr schön. Der erste ist so ein grau-braun, das zweite ein sehr schöner Goldton und der dritte ist ein Anthrazit-Silberton. Dann wird es 2 Lip Lacquers geben. Ich kenne diese Lip Lacquers nur von Art Deco. Bin ich immer sehr gespannt. Der erste ist so ein schöner Rotton, der aber eher ins Orangene geht, statt ins Blaue. Und der zweite ist ein pink-bäriger Lila-Ton mit starkem Schimmer, so wie es aussieht. Die wollen gut decken und auch lange halten. Ja, bin ich mal gespannt. Aber die Farben sind mir jetzt persönlich zu krass. Und dann wird es noch einen Lip-Topper geben. Dieser soll dem Lippenstift oder dem Lipgloss ein Pearl- oder Glitzer-Finish verpassen. Ja. In der LE wird es auch wieder ein Parfum geben. Das einen schönen rosanen Flakon. Und dieses, nennt man das Zerstäuber. Ding ist oben dran, finde ich auch wirklich sehr süß gemacht. Die Verpackung ist auch schön, auch so Zirkuszeltmäßig. Ja, bin ich mal sehr gespannt, wie das Parfum riechen soll. Kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Besonders cool finde ich, dass es das Parfum auch in so einer Miniaturausgabe geben wird. Denn klar, man kann nicht immer eine ganze Flasche aufbrauchen. Oder wenn man einfach nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann man sich einfach das Pocket Spray kaufen. Finde ich sehr cool, dass Essence dieses Mal so etwas in der LE hat. Es wird 4 Nagellacke geben. Solche Duo-Nagellacke, die man sonst nur von H&M kennt. Dort gab es auch mal diese Art von Nagellacken. Der erste Nagellack ist ein cremiges Schwarz. Und auf der anderen Seite befindet sich ein grober goldener Glitzerlack. Finde ich sehr schön, denn so kann man selber entscheiden, wie stark man
jetzt die Nägel haben möchte, ob es nur schwarz oder auch noch ein Glitzerlack drüber. Und natürlich kann man den Glitzerlack auch für andere Nagellacke verwenden. So hat man halt ein bisschen mehr Freiraum, sich die Nägel individuell zu gestalten. Der zweite Nagellack ist ein schimmriger Goldton und auf der anderen Seite befindet sich ein schwarz-goldener Glitzerlack, auch mit eher gröberen Glitzerpartikeln. Bei dem dritten Nagellack ist auf der rechten Seite ein schöner Rotton. Sieht aus wie ein sehr sattes, cremiges Rot. Und auf der anderen Seite befinden sich grobe rote Glitzerpartikel. Und der vierte Nagellack ist ein bäriges Pink. Und auf der anderen Seite befinden sich pinke, eher feinere Glitzerpartikel. Mir gefallen die Nagellacke sehr gut. Insbesondere gefällt mir das schimmerige Gold mit dem Schwarz-Glitzergold. Und was gefällt mir noch? Ja, das Rot gefällt mir auch, aber ich habe schon so viele rote Nagellacke. Ja, mal schauen. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ui, ich hätte fast die Nagelsticker vergessen. Hier seht ihr das erste Design. So ein Weiß mit, ja, roten Sternen. Finde ich persönlich jetzt nicht wirklich schön. Und hier könnt ihr das zweite Design sehen. Abwechselnd goldene und weiße Streifen. Finde ich es auch wirklich gar nicht schön. Also mich sprechen diese Nagelsticker nicht an. Ich werde sie mir daher nicht kaufen. Aber klar, wer solche Sticker mag, soll sich die anschauen. Ich glaube, die muss man nur aufkleben und dann so ein bisschen die Ränder abfeilen. Und ich würde euch noch empfehlen, einen Überlack drauf zu machen, damit die auch besonders gut halten. So, das war's auch schon wieder mit der LE. Mir gefallen die Produkte im Prinzip ganz gut. Ich finde das Design sehr schön. Und ja, bin mal gespannt, wie die Produkte dann live aussehen und natürlich wie die Qualität ist. Schreibt ihr mir doch wieder, was ihr so toll findet, ob ihr euch etwas kaufen würdet oder ja allgemein wie die Sachen findet. Von Catrice wird es glaube ich keine LE geben im Dezember. Finde ich sehr schade, aber sie haben schon ein Video hochgeladen zu ihrer LE im Januar. Ich verlinke euch das mal. Da kann man so einen kleinen Einblick in die Farben bekommen. Verlinke ich euch, wie gesagt, in der Infobox. Okay, das war's auch schon. Tschüss!